Grüß euch zurück, Leute, zu We Play Old School GTA 5, Folge 3 seid ihr. Und ja, wir chillen jetzt hier ein bisschen auf der Couch, ziehen einen durch und schauen Cartoons. Ja, in der letzten Folge, in Folge 2, hatten wir ja mit Lamar ein Bike zurückgeholt, ein Motorrad. Lamar hatte den, beziehungsweise wir hatten den gekillt gehabt und wir sollten jetzt Simeon sagen, dass die das Bike nicht zurückbekommen hatten, weil Lamar hatte das geklaut und für sich sozusagen verwendet. Ja, da draußen stand da noch irgendeine Tussi, irgendeine Nutte oder was das war und die wollte noch was von mir, auch was mit dem Abschleppauto, weiß ich nicht. Ich habe erstmal jetzt gespeichert und werde jetzt nochmal eine Hauptmission machen, weil das sah mir so aus wie eine Nebenmission, da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Von daher werde ich jetzt noch eine Simeon-Mission machen. Ja, Franklin fantasiert gerade ein bisschen. So, lass mal aufstehen und ab zu Simeon, würde ich sagen. Verdammte Kommunisten in Vinewood. Ja, das war, glaube ich, Moosehead Investigations. Ein Detektiv-Cartoon. Nö, da gehe ich jetzt nicht hin. Auf geht's in den schönen Sonnenuntergang zu unserem Kumpel Simeon. Was heißt unserem Kumpel? Unserem nervigen Boss. Stresser. Und jetzt mal eine Wegmarkierung setzen. Aber wenn ich es nicht ganz so schwer habe. Und der schöne Sonnenuntergang im Hintergrund. Nice. So. Ja, nee, ich hatte nämlich keinen Bock auf eine Nebenmission gerade und hatte sich jetzt nicht so spannend angehört. Mal schauen, was unser Kumpel das Simeon hier hat hier. Ups. Ach naja, was soll's. Ey, scheiße. Hast du zu? Ich rufe mal an gerade. Kontakte. Simeon. Okay, Simeon ist gerade, geht gerade nicht ans Handy ran. Vielleicht kann ich ja vorne rein. Hallo? Ah ja, alles klar, cool. Das habe ich übersehen. Und ab geht's. Premium Deluxe Motorsport. All Type Service. 3 years. You're a race. What? You don't like me because you think that I am an Arab. What? No. What are you talking about? Excuse me. Like that. Wait. That oh, wait, boy. I am his mentor. I am so proud of you. What do you mean a mentor? Don't worry about that. Okay. So what you got for him? James DeSanta. Some kid. He is already late on his payments, and I have this bad feeling that he will do more damage to the car than we can get back from him in the exorbitant interest rate payments. Huh? Just go and get it. The house is on Hampstead off Eclipse. Mm-hmm. It's an SUV. Huh? Some Rockford Hills daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, huh? I got you. Don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in law school, huh? Mr. Kenneth. Okay, wir müssen noch ein weiteres Auto zurückholen von James DeSanta. Das hört sich ganz so an nach, könnte es sein, dass es Jimmy ist. Weil Jimmy hatten wir ja schon am Anfang gesehen, in der ersten Folge. Ich denke mal, es ist Michaels Sohn, von dem hier die Rede ist. Spitzname Jimmy. Ey, ich brauche meinen Bullet GT, der war ganz gut. Ja, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt, dass die so ein bisschen komisch reagieren, die Sportwagen, bei Bordsteinkanten. Und Schienen. So ein bisschen so rumzucken. Wie so ein, weiß ich nicht, hyperaktives Etwas. Aber den finde ich ganz nice. Ist ja so ein bisschen an den Ford GT40 angelehnt. Der Bullet GT. Und in Schwarz. Sehr nice. Auf zu den Rockford Hills. Zu James DeSanta. Ich glaube, wir fahren jetzt direkt zu Michaels Villa. Ah, was willst du denn jetzt? Hey, did you change your mind? When I discover that you betray me, perhaps. I hear you took the bike for yourself, was? My employee of the month.
Listen, man, me and Lamar was gonna get that back to you, dog. Oh, I am sure you will get this car off the daddy's boy, and then we talk. Insurance papers say they have a locked garage, so you'll need to gain access from inside the house. Man, it's never easy with you, is it, Simmy? Do not talk to me about easy, you thief. Alter, warum erzählt er nicht einfach ihm, dass Lamar die Karre geklaut hat, das Motorrad? Wäre doch jetzt ganz easy. So, und irgendwie steht die Karre im Haus in einer verschlossenen Garage und wir müssen uns Zutritt zum Haus verschaffen. Hm, nicht so einfach. Ah, hier sieht's schön aus. Klar, Beverly Hills, ne? Hier wohnen die Reichen und Schönen und auch, glaube ich, Michael? Ey, das sieht ganz so aus. Das sieht ganz nach Michaels Villa aus. Schauen wir mal. Finde einen Weg ins Haus. Okay. Lass mal erstmal die Lage checken. Ist hier jemand? Oh. Schleichmodus, L. Sneaky, sneaky. L reindrücken und dann sneakt er hier. Okay, alles klar. Der pustet gerade so ein bisschen Laub weg. LT. Sehr nice, okay. LT und B. Dann knockt er den von hinten nieder. Kann ich den Laubpuster hier nehmen als Waffe? Ich glaube nicht. Okay, wenn du den Schleichmodus einsetzt, jemand lautes ausschaltet, verbessert sich dein Schleichenwert. Sehr schön. Ey, coole Mission. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Hitman hier, das Ganze irgendwie. Auch durch diese fette Villa hier, eben von Michael. Ja, ja, ja. So, mal schauen, wie komme ich denn hier rein? Ach hier, aus dem Trailer, ne? Wo der Verlobte von Amanda rausgesprungen ist. Okay, ich glaube, hier ist die Garage, wo die Karre steht. Sieht ganz so aus. Es sieht aus wie ein fetter Hammer. Mhm. Und ich höre die Schuhe knarzen. Klingt cool. Hm, wie kriege ich die Garagentür auf? Von irgendwo von drinnen. Sneak, sneak, sneak. Gute Frage. Boah, geiler Pool, oder? Nice. Erstmal ein Bad nehmen. Echt fett. Auch hier die Stelle im offiziellen Trailer, ne, wo der auf der Sonnenbank lag. Hm, weiß ich nicht. Nehme ich eigentlich bestimmt nicht die Fronttür hier, oder? X, was? Über das Auto? Alles klar, aufs Dach. Lass mal übers Dach klettern. Was ist denn das für eine alte Karre? Just 'cause you have a massive gaper, bitch. Fucking homo, you're dead. Dad! He said I had a massive... Jimmy called me a bitch! Stress mit Jimmy und Stacy. Ich glaube hier durchs Fenster, oder? Sneaky Franklin, Sneaky Franklin. Leise, Leo. Leise, 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 leise. You tried to knife attack me? No one creeps on the J-Dog, my niggas. Okay. Hi, Franklin. Scheiße. LOL, you suck Batman's dick. Was sockt ihr da? Was soll das sein? Killzone versus Call of Duty? Jimmy am Zocken in seinem Zimmer? Okay, lass mal weiter gucken. Fuck. Amanda? Oh my god, seriously? My brother is such a homo. I think he has a medical problem. Kleine verwöhnte Pussy labert mit ihrer Freundin wahrscheinlich. Okay. Oh, Scheiße. Thank you, Coach.
Hey, die haben eine verdammt schöne Villa hier. You're a real pro, Mrs. DeSantha. A real pro. Hier schaut Michael seine Filme. You're a great student. Now just loosen up those hips. Okay, like this? Ah, ja. Yeah, loosen them up. There you go. And follow through. Perfect. Oh, okay. Lass uns mal in die Garage, während die da miteinander beschäftigt sind. Michaels Frau mit ihrem Yoga-Lehrer. Nein, nicht aufs Auto. So, komm. Klau die Karre und ab. Exakt. Weg. Und es war so, wie ich vermutet hatte in der Trailer-Analyse. Franklin holt ein Auto zurück. Weil der Sohn, Jimmy, es sich nicht leisten konnte, die Zinsen abzuzahlen. Ha! Sehr gut. Hey, Simeon, I got the ride, man. I'm coming back. Yeah, if you actually bring the repossession to me this time, I can have it back out on the street before the day is done. Und das wird auch der Grund sein, warum sich Michael und Franklin näher kennen. What the fuck? 9mm semi-automatic. What the fuck? Wie geil. Look around. Nein. Just keep driving where you're going. Hey, come on, man. This was a repo job. Guy was behind on his fucking note. Unlikely, considering my son just got the car. And looking at the way you're going about this, my guess, you're working a credit fraud. A credit fraud? Be serious, dude. I just worked the fucking repo. I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer, and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dawg, by the name of Simeon Yateri. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yatarian, we'll work this out. Ey, scheiße, wie geil ist das denn? Damit habe ich absolut nicht gerechnet. Wie kommt denn Michael jetzt in das Auto? Hat er sich jetzt da, weiß ich nicht, hat er da geschlafen? It's Jess up here. Okay, stop the car. Pull up. Oh, shit. Warte mal, wo muss ich jetzt hin? That the place? Yeah, this the place, man. Whoa. Drive into it. Right through the fucking window. And fast. Or I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Man, you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Man, fuck my life, man. Fuck. Fuck, der musste damit gerechnet haben, Michael. Fahr durch das Fenster des Autohauses. Ja, na klar, warum nicht? Yeah, I still got this gun to your head. Word! Ja, scheiße. Woohoo! Damn! Geil. Franklin! What the fuck are you doing? Mr. Samuel, it's not exactly how it looks. I always trump big for a job well done. Now get out of here, kid. You motherfucker! Jetzt gibt's Saures, Junge. Geil, ich muss mit Michael Simeon verprügeln. Fett. A treten, okay. Ausweichen. Okay, nice. Ja. Läuft gut. Super. You recognize this car? Huh? Does it look like it's worth 5 grand a month to you? You fucking racist. Schönes Kampfsystem. This thing's gonna need some serious bodywork for it's worth 5 grand a month. He agreed to financing. I have his signature. Yeah, did he agree to have some punk break into my fucking house? I don't know. That kid might be a fucking idiot, but you are a fraudulent scumbag piece of shit. Don't make me have to come back here. Yep. Simeon hat richtig auf die Fresse gekriegt. Und ich glaube, der nervt uns erstmal nicht. Ja. Okay, Silber. Finde ich gut. Und wir sind mit Michael unterwegs. So. Lass mal schauen. Ich kann wechseln. Franklin. Mhm. Kurzer Ladescreen. Wo ist Franklin jetzt?
Say again? How the fuck we get fired? Man, it was partly all that bullshit.